Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Bogdan Tamasan, Geschäftsführer der ESA GmbH, gemprotect.com. Heute heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem Tutorial über Videotürsprechanlagen. Wir zeigen Ihnen, was Videotürsprechanlagen für einen Mehrwert bringen und für Funktionen. Wir berichten hier aus unserer Ausstellung, wo mehrere Hikvision-Anlagen, Videotürsprechanlagen aufgebaut sind. Unter anderem eine modulare Anlage, die man bestücken kann mit verschiedenen Modulen wie RFID, Zahlencode, Panel, worauf man beispielsweise mehrere Namen eingeben kann und auch auswählen kann. Nehmen wir es an, hier steht Bogdan, mein Name. Wir geben es ein, einen Abruf und schon klingelt der Monitor. Oder beispielsweise die Nummer 2. Da haben wir einen zweiten Monitor, das ist unser Mitarbeiter, sein Name, oder Nummer 3, klingelt der große Monitor. Die Namen, die kann man ja hier auf dem Kontaktpanel einsehen, oder man kann natürlich auch die Anlage per normale Türklingel dementsprechend öffnen oder abrufen. So wie beispielsweise mit RFID-Karte. Tür ist offen. Die Tür offen. Tür ist offen. Man sieht ja auch hier verschiedene Monitorgrößen. Dieser kleine Monitor ist auch speziell für ältere Menschen mit einer taktilen Abtaster für die Türöffnung vorgesehen. Ein großer Mehrwert für Menschen, die an Sehschwäche leiden oder sogar Blinde. Man kann hier die Tür automatisch öffnen. Wir haben hier eine kleine Standalone-Videotürsprechanlage, die ein RFID-Pad hat für den Chipzugang, um die Tür zu öffnen, ein beleuchtetes Tastenfeld, wo der Name angebracht werden. Man sieht ja hier die normale Klingel. Es klingelt. Man kann ja auch, man sieht das Bild vor der Tür. Man kann ja auch hier auf den Button drücken, Tür öffnen. Tür ist offen. Die Tür ist offen. Wunderbar. Und somit ist die Tür geöffnet. Die Monitore gibt es ja, wie gesagt, schon in verschiedenen Größen. Man kann ja hier über die Anlage eine Nachricht hinterlassen. Wir haben jetzt keine Karte, keine SD-Karte drin. Die Daten werden auf einer SD-Karte gespeichert. Man kann ja hier auch beispielsweise ein Live-Bild erzeugen. Das Live-Bild kann ja mit einer Videoüberwachungsanlage in Zusammenhang sein oder ein Live-Bild von der Türklingel. Allerdings mit Vorsicht zu genießen, wir würden Ihnen empfehlen, diese Funktion abzuschalten, da diese nicht datenschutzkonform ist. Man schaltet auf die Kamera. Okay, bei uns ist ja schon abgeschaltet, sieht man gerade. So, jetzt ist sie wieder eingeschaltet und man könnte sehen, wer vor der Tür ist. Wie gesagt, diese Funktion ist mit Vorsicht zu genießen. Man könnte auch abrufen, wer vor der Tür stand, wann wurde geklingelt. Mit Bild, allerdings sollten Sie die Bildfunktion, dass derjenige aufgenommen wird, bei der Klingelvorgang empfehlen wir ebenfalls ein Schild anzubringen, Achtung Videoüberwachung. Die Monitore sind sehr stylisch gemacht, wie gesagt, verschiedene Größen, verschiedene Farben, die gibt es auch in Weiß und können überall im Haus, Wohnung, wie auch immer, relativ designvoll angebracht werden. Ein großer Mehrwert ist auch beispielsweise bei dem Monitor, der sich im Innenbereich natürlich befindet,
dass man einen Notruf über Notruftaster, speziell für ältere Leute, Altersheime, wie auch immer, darauf drückt und eine Notrufzentrale oder eine hinterlegte Nummer automatisch gewählt wird über Netzwerk. Natürlich wird ein Netzwerk benötigt, also nicht über GSM, es läuft über Voice over IP. Aber das ist beispielsweise eine sehr gute Funktion für ältere Menschen. Wir kommen langsam zu Ende unseres Videos. Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unseren Support. Wir beraten Sie gerne, unsere Techniker stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Sollten Sie unser Video für interessant gefunden haben, würden wir uns über einen positiven Daumen hoch sehr freuen. Und um weitere Informationen zu erhalten, raten wir Ihnen, unseren YouTube-Kanal für die Zukunft zu abonnieren. Wir werden demnächst ein Video veröffentlichen, wo eine Videotürsprechanlage mit Fingerprint und hochtechnisierte Module in einer Altbauwohnung bzw. Haus angebracht wird. Und ja, seien Sie gespannt darauf. Vielen Dank fürs Zuschauen.